Ja, hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zurück zu Outlast 2. Lynn ist schon wieder weg. Die Satanistenspinner haben sie eingesackt und ich glaube auch geschwängert. Und ich denke, deswegen wollten die anderen sie unbedingt haben, weil ich dachte eben so, hä? Oh, Batterie. Ich dachte eben so, hä, warum zum Teufel schwängern sie die, um dann das Kind sofort wieder zu töten? Aber ja, es macht Sinn, es sind zwei Parteien. Was ich jetzt irgendwie nicht so geil finde. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich weiß jetzt nicht, als wir da eben durchgejoggt sind. Ich weiß nicht, ob wir viel verpasst haben. Aber du kannst dich im Wasser verstecken, indem du dich unter die Oberfläche duckst. Okay. Ich wollte gerade sagen, wie ersaufe ich nicht. Du läufst jetzt aber jetzt nicht die ganze Zeit hier hin und her, oder? Oh, da kommt jetzt Wasser! Ach du Scheiße! Tschüss, Spasti. Mach's gut. Leute, das ist nicht witzig. Also. Und ohne das Ding sieht man hier wirklich gar nichts. Wo ist denn der Vogel jetzt? Oh. Ich hoffe, du bist tot und schläfst nicht. Alter, dann geh doch auch unter das Bett. Wieso geht denn das nicht? Hallo? Ach komm, scheiß drauf. Hi, ciao. Tschüss. Ich seh nichts mehr, ich seh nichts mehr, ich seh nichts mehr. Ich seh nichts mehr, ich seh nichts. Alter, mach. Oh, ich renne gegen irgendwas anderes, keine Ahnung. Ich bin versteckt. Ich bin versteckt. Ich bin nicht geschaffen für diese Spiele. Ich glaube, das wird nichts mehr mit uns. Einfach nur noch in Panik. Okay, der. Ich glaube, so richtig auf dem Schirm hat er mich nicht mehr. Aber ich frage mich gerade, wo zum Geier soll ich denn hin? Ich vermute mal da hoch. Du siehst mich hier nicht. Auch wenn du mich gerade direkt anblinkst, du siehst mich nicht. Und warum zum Geier konnte ich mich eben nicht unter dem Kackbett verstecken? Wie unfair war das denn bitte? Blödes, ich weiß ja hier nicht so genau, wann ich ersaufe, ne?
Was hat der die ganze Zeit mit Jessica? Also, ich habe das Gefühl, jedenfalls, dass es, wenn es... Beides, glaube ich. Ich glaube, jedes Mal, wenn es um Jessica geht... Ach, er ist wirklich in der Schule. Also jedes Mal, wenn es in die Schule... Also wenn wir in der Schule sind, geht es um Jessica, vermute ich. Okay, da komme ich nicht durch. Also Jessica. Was zum Teufel? Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, hast du getan. Musikunterricht? I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me. I don't know what to do. I'm so, so sorry, Jessica. Was? I remember this. Jessica. And Lynn. When we were... Oh, fuck. I'm back in the fourth grade. I thought this couldn't get any worse. Ich kann das nicht so richtig aufnehmen. Warum nicht? Also gut, ich meine, wir sind hier in einem Traum. Das wäre auch bescheuert, das aufzunehmen, aber... Ich weiß, es ist nicht gut, dass wir darauf zugehen, aber... Jessica. Oh, I'm so sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Achso, das ist das, was er eben vorgelesen hat. Okay. Können wir uns das Video eigentlich gleich noch angucken? Ich... Ach, die ganzen Dinger. Ach so, die kann ich mir dann nochmal angucken. Ich verstehe. Some sort of hillbilly Vatican. It's not possible. Das stimmt allerdings, das ist sehr unwahrscheinlich. Das glaube ich. Ach ja, das ist nur, damit ich es lesen kann, nochmal in Ruhe. There's no picture. Just noise, but I saw it. I know I saw it. Okay, du träumst das hier nur, Meister. Lauf. Hier richtig? Oh ja. Oh, doch nicht? Wo bin ich denn jetzt tatsächlich lang gelaufen, während ich das da geträumt habe, sag mal. Dummer Junge. Oh toll, wir brauchen auch noch eine Brille, um was zu sehen. Das ist... Not yet. Well, they'll do it if they find you out here. Come on. Who are you? My name's Ethan. But I mean,
Are you one of them? And which side are you on? And why ain't I trying to kill you? I've been unborn. Seen too much to keep the faith. But you're not one of those other ones. The heretics. Didn't say squat when my wife got skull. Had to get cast out. Didn't complain with Nah. Dressed himself in my enemy. And she not but 15. I'm sorry. When he said my grandson, baby Hickman, was might the Antichrist, and I had to slit her belly and kill the child. Oh, ich habe keine Batterien mehr. Toll. Du armer Kerl. Chance to run. Spun them idiots some stories. I've been gifted with talk my whole life. You probably noticed. Jane Doe. Sorry. Your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Yeah. Well, what do you know? You seen her? It's why we came here. Is she all right? Please, Mister, just tell me she's okay. She's fine. Oh, thank God. Oh, thank God. And God bless you. Come on, get you inside. Okay. Keine Batteries mehr for me. Hast du noch Batterien hier drin? Das fände ich total. Oh, hey there. You really busted your head open, didn't you? Ich dachte gerade, der hat mir eine gehauen. Okay, ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll, dass du mich da unten einsperrst. Ich meine, ich bin dir in gewisser Weise dankbar, aber... So richtig schick ist es hier bei dir auch nicht. Nirgendwo gibt es Batterien oder was? Das... Hätte nicht gedacht, dass einem. Ich hätte gedacht, ich finde mehr, wenn die mir zu Neige gehen. Toll, von denen habe ich genug. Ich kann auch übrigens überhaupt gar keine. Nee, schlafen will ich jetzt nicht. Ich. Hätte gerne eine Batterie. Das gibt's doch nicht. Ich sehe auch überhaupt nichts, um ehrlich zu sein. Bei der leuchtet ja schon stark auf, ne? Ich bin wohl blind, ich sehe keine. Dann schlafen wir. Gute Nacht. Klar, eine gute Idee hier zu schlafen. Wobei, wenn man sich wirklich so derb den Kopf angeschlagen hat, ist das wahrscheinlich egal, wo man sich da hinlegt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir dem Kerl vertrauen können. Ein bisschen schon, denn es ist ja richtig, dass seine Tochter entkommen ist. Wir wissen das ja. Das ist ja keine Story nur. Jessica? He's coming. I ain't hot nothing. Righteousness cannot pass in blood by loins, but the blood of your heart. I can't Papa's gospel. I copied him 100 times. If I knew where the outsider was. The prophet don't need your help in finding the devil's whore and interrupt me. Not questions even now other heretics at chapel. God'll guide. I ain't a heretic! Oh!
where the outsider is. His seed begat the enemy. God and the prophet both want just his let me blood. Talk to Noah. I can explain. God, go here, dead. Be still. Was zum Teufel ist das für eine Tussi? Your penance. God loves you. God loves you. Ich muss keinen Verband verwenden. Dann, ja. Ich möchte mich nicht umdrehen. Im Übrigen habe ich mich eben, glaube ich, getäuscht. Ich glaube, die Gruppen wissen nur, dass unsere Frau von uns schwanger ist, aber die werden die nicht geschwängert haben. Da hinten liegt, glaube ich, eine Batterie. Ich hänge hier fest. Wie auch immer die das wissen, weil man sieht es ja jetzt nicht wirklich. Huch, das wollte ich nicht. Hallo? Aber ja, sie hat ja gesagt, mit meinem Samen gibt es nur Böses. Paul, du musst Papa sagen, dass Annalie krank war und das ist die Wahrheit. Sie ging zu ihrer Mutter, um mit dem anderen Beuligen zu leben. Sie war zu schwer betroffen und ihre Wunden zu schmerzhaft für eine Untersuchung und ich schickte sie fort, weil ich nichts für sie tun konnte. Du musst wissen, dass ich dies nicht getan hätte, hätte ich dir eine Wahl gehabt. Ich liebte dieses Mädchen mehr als mein Leben und jedes andere und ich weiß nicht, warum Papa Knot glauben würde, dass ich lüge, aber du musst ihn von der Wahrheit überzeugen. Gott liebt dich, dein Vetter Ethan. Okay. Oh Mann. Gut, wo sollen wir jetzt hin? Wo sollen wir denn jetzt lang? Da, wo das Licht so wackelt? Ich versuche hier ein bisschen im Dunkeln lang zu rennen. In der Hoffnung, ich könnte was sparen. Aber ich habe so ein bisschen das dumpfe Gefühl, dass wir gleich wieder angegriffen werden. Hast du das gehört? Kranker Scheiß. Was ist denn das? Verstecken? Wie geil ist das denn? Ich kann mich in dieser scheiß Wassertonne verstecken. Das ist aber auch schlau. Aber ich wüsste trotzdem gern, sind diese Violinen jetzt nur dazu da, um mir Angst einzujagen oder um mir zu signalisieren, dass hier gleich irgendeiner um die Ecke kommt. Das ist
krass, wenn man hier fast überall langlaufen. Oder ich habe das Gefühl, ich könnte hier einfach überall langlaufen. Und auch dann gut und gerne ziemlich schnell falsch. Ich weiß nicht so genau, wo ich hin muss. Ich muss es anlassen, so sehe ich überhaupt nichts. Okay, ich glaube, ich ersaufe gleich. Also irgendwie ist das Licht ja auch tröstlich. Andererseits muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das nicht so gut, mitten im Licht zu stehen. Seht ihr das? Ich glaube, das ist keine Vogelscheuche. Also keine Puppe. Also es ist eine Vogelscheuche, aber ich... Ach Gottchen... Leute, wer hat denn sowas bei sich hinten im Garten? Warum tut ihr das? Okay, irgendwas ist da, glaube ich, gerade hinter mir passiert. Aber ich muss hier erst... Genau. Das ist die Frage, gehe ich da jetzt bei ihr mal gucken? Weil da war ja eben so eine Spinnerin. Ich gehe da mal gucken. Warte, zuerst hören wir, gucken wir uns das Video an. In die Kapelle? Leute, aber ich kann doch hier nicht irgendwie mal gerade jemanden fragen. They flayed them. Nailed them to wood. She was just a kid. Ja gut, dass die nicht mehr so ganz sauber sind, das haben wir ja eben schon festgestellt. So, gibt es hier irgendwas von Wert und Interesse? Oh, ich kann mich da verstecken, das ist gut. Du kannst keine Verbände mehr tragen. Yes. Das nehme ich auch. Okay, das lesen wir gleich. Falsche Taste. Okay, wo auch immer der Typ oder die Frau hin ist, nicht mehr hier. Ich will mich nochmal hier verstecken. Einfach nur, weil ich es cool finde. Tschüss! Wie geil. Jetzt kann ich hier durch die Löcher gucken. Das ist toll. Das ist echt toll. Und spannend. Und ich hoffe, ich brauche es jetzt nicht gleich. Also, ne? Okay. Jawohl, mitten in der Nacht durchs Maisfeld. Denke daran, dass du mit deinem Durchwände... Their women with child shall be ripped up. Shall be ripped up.
Okay, das ist krank. Ich kann es nur immer wieder sagen. Es ist mir zu krank. Wir lesen mal die Scheiße hier. So, Kapitel 5. Und ich sah, und ein Wirbel kam aus der Nacht, ein Feuer, das nach innen brannte, aus allen Richtungen zur Mitte, und es zog das Licht aus den Wänden, so dass ich in einer Leere war, die schien in Regenbögen wie Öl auf einem schwarzen Spiegel. Ich sah trotz des Schmerzes und erblickte, wie aus der Mitte des Feuers kam die Gestalt eines Geschöpfs. Eine Gestalt, die einem Menschen ähnelte, wie ein Kreis einer Kugel. Darf ich das? Ich verstehe. Ich verstehe. Ich darf das dann nicht in Ruhe durchlesen. Das heißt, das Spiel pausiert nicht, während ich da am Lesen bin. Ja, geil. Okay. Dann, okay, die kommen. Toll, wenn die jetzt hier langkommen, was soll ich denn dann jetzt machen? Ah. We must rise to face it. There's no innocence among the outsiders in our midst. Scheiße! Lauf, 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 lauf! Wohin, wohin, wohin? Gut, dass ich nicht voll im Kreis laufe. Yeah, nice. Wo bin ich jetzt hingelaufen? Eine Map wäre schön. Eine Map wäre echt schön. Taschenlampen. Okay, und hier sind ein paar menschliche Überreste. Das ist ja ein Traum. Das sind nur Verbände. Scheiße. Überall sind hier Leute, ey. Überall. Da ist er. Du kommst jetzt aber nicht hier lang, oder? Bitte komm hier nicht lang. Ist er weg? Nicht so ganz, ne? Wo soll ich denn hinlaufen? Die sind überall. Guck mal, da kommt schon wieder einer. Da auch. Direkt da. Nicht bewegen. Bleib ruhig, bleib ruhig, bleib ruhig. Okay, nicht böse sein. Ich muss mich gerade, ich konzentriere, ich versuche mich jedenfalls zu konzentrieren. Könntest du mal bitte scharf stellen, Kamera?
mein Versuch ist hier gerade irgendwie... Ich latsche die ganze Zeit am Rand des Maisfelds lang, in der Hoffnung, dass da keiner langkommt von denen. Aber ich weiß halt auch nicht, wo ich hin muss. Was dann gleich wieder dazu führt, wenn mich einer erwischt, dass ich in Panik irgendwo hinrenne. Und dann schon wieder nicht mehr weiß, wo ich bin. Okay. Lauf. Oh! Tut mir wohl nichts. Komme ich nicht rein? Hier auch nicht. Das sind schon wieder neue Spackos. Oh. Allerdings sehen die alle ein bisschen gleich aus, muss ich gestehen. Das finde ich jetzt nicht so schön. Ich kann den jetzt nicht unterscheiden zwischen dem, der uns geholfen hat. Interagieren. Da kamen gerade Leute rein. Steck dich da drin. Genau. Guter Plan. Ist noch ein anderes Loch? Nee, ne? Doch. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, wir bleiben jetzt noch einen Moment hier drin, bis die Luft rein ist. Und in der nächsten Folge versuchen wir hier rauszukommen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Hoffe, ihr haltet mir beim nächsten Mal wieder das Händchen. Ich muss die ganze Zeit da noch auf den Bildschirm gucken, nicht, dass da gerade einer angescheißt hat. Kommt, man weiß ja nie. Ja, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.